Ja. Was ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann? Das Schlimmste? Ich weiß es. Dich angucken. Warum? Oh, na, du bist nicht schön. Boah, oh, nimm mal ein Beispiel von Mama. Sag mal was. Die ist auch nicht schön. Oh, ihr beide selbst schon mal in den Spiegel geguckt? Hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Ich hab schon mal in den Spiegel geguckt. Ich hab schon gesehen, wie ich aussehe. Also, ich bin also wir sind schöner als Eltern, ne? Ja. Nee. Komm, wir genießen es erstmal. Ihr wurdet gedisst. Louis, bei der nächsten Schüssel musst du alles essen, was im Salat ist. Didim. Ich nehme alles zurück. Never. Feuer frei. Aber die Eltern sind schöner, wenn sie schon ein Pärchen haben. Ja. Also sind sie schon schöner. Papa, ja. Du musst mir 3 Fragen mit Holz beantworten. Wenn du gewinnst, kriegst du 5 Euro. Alles klar. Was ist denn dein Kopf? Holz. Was hast du zum Frühstück gegessen? Holz. Hast du das Spiel verstanden? Nee. Okay, du hast verloren. Ich behalte die 5 Euro und du kriegst das Spiel. Jetzt stelle ich eine Frage. Warte. Keine Ahnung. Was ist in der Schule? Wie sind die Lehrer? Holz. Das zeige ich deiner Schule. Das zeige ich deinen Lehrer. Und er hat wenigstens gewonnen. Er kriegt 5 Euro. Nein, das ist er nicht. Ist der Emilio schwanger? Wir werden es gleich wissen. Ist er schwanger? Spannend. Bis jetzt noch nicht. Naja, sieht ja noch. Hast du alles reingekippt? Ja, yep. Alles drin. Ist er schwanger? Nee, ist er nicht. Er ist nicht schwanger. Wir werden doch nicht Opi und Omi. Ach Gott sei Dank. Ich will Opi werden. Ich kann doch sowieso nicht schwanger sein. Du bist negativ. Hi, Schatz. Hi. Schatz, was macht denn diese schöne Hose hier in der Mülltonne? Die ist zu eng. Aber das ist doch dein... Das ist doch deine Lieblingshose. Die was etwa? Ist zu eng. Was etwa zu... Ja, Scheißhose. Blöde Hose, weg damit. Leute, was ist der Lieblingstag eines Beamten? Dienstag. Weil kurz, so kurz vom Wochenende, fängt man nichts Neues an. Stanley? Ja? Liebst du die Natur? Finde ich cool, ja. Echt? Nach all dem, was sie dir angetan hat? Wie, was sie als Baby angetan hat? Der braucht ein bisschen. Schatz? Ja? Ich habe es vorhin mit Liegestützen probiert. Hast es geschafft? Liegen kann ich, stützen nicht. Das glaub ich dir. Hey Schatz! Hi! Du siehst so glücklich aus. Ist das wegen mir? Nee, ich war gerade kacken. Wow. Lindenmitte ist mega. Ich bin am Lindener Marktplatz aufgewachsen, meine ganze Jugend. Schöne Grüße dahin. Schatz? Ja? Wie heißt der Auszubildende beim Gynäkologen? Auszubildende beim Gynäkologen? Ja. Was ist denn Auszubildende? Ach so, naja, doch. Weiß nicht, keine Ahnung. Lippenstift. Du Papa? Ja? Ich gehe jetzt mit Freunden raus. Aber nicht mit einem Loch in der Socke. Das kannst du vergessen. In den Schuhen sieht man das sowieso nicht. Ciao. Oh. Echt jetzt? Schatz? Ja? Früher hatten Kassetten eine Seite A und eine Seite B. Jetzt haben sie eine Seite C. Ist ja logisch, ne, dass die Nachfolger C, D heißen. Ja. Jawohl. Passt, ne? Jawohl. Leute, habt ihr schon mal daran gedacht, dass manchmal die Lösung schlimmer ist als das Problem? Denkt mal nach.
meine Frau hat heute frei. Ich muss zur Arbeit und sie fährt mich. An so einem Tag, wo ich arbeiten muss und sie frei hat. Was denn da? Ist sie ratzfatz fertig und will mich schnell zur Arbeit bringen. Echt jetzt? Will mich jemand etwa loswerden? Ja, ich will dann shoppen gehen mit meinen Schwesterchen. Merkt ihr was? Heute geht's wieder in die Schule, ob du willst oder nicht. Du gehst. Plötzlich wird mir schlecht. Ich fühle mich so wie Speck. Bleib heute zu Hause und kurier mich aus. Mama schreibt mich krank. Nein, du gehst doch in die Schule. Aber im Gesang bist du schon gut. Tschüss, mein Kind. Viel Spaß. Ich hab dich lieb. Jetzt ist Schlui dran. Schlui, guck mal. Ist die Mine raus? Guck, guck. Hallo. Und los, warte. Die Uhr läuft. So, halt. Mondgesicht. Mond war richtig. Das ging aber schnell. Schatzi, jetzt kriegst du die Brille. Klar.